Hey, ihr Pressmänner, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge New Super Luigi U. Ich habe ewig nicht mehr gespielt und weiß dementsprechend noch gar nicht, was in der letzten Folge so passiert ist, aber ich denke, wir haben dieses Geisterhaus geschafft und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zum nächsten Level. Okay. Ich denke, es... Ja, genau. Müsste gehen, wenn ich geradeaus gehe. Achso, shit, dann komme ich halt... Aha, Mist, das war doof. Egal. Machen wir halt diese kurze... Quest. Ah. Perfekt. Und wir bekommen ein... Flugpilz? Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Okay, endlich mal wieder was im Inventar und wir kümmern uns jetzt um Zuckerwattenwolken. Zone 5, Flammenhunde über Riesenräder. What? Flammenhunde? Ja, scheiße, das sind tatsächlich die Dinger. Ja, mit denen kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Also man kann sie ja eliminieren, aber dafür muss man anscheinend ziemlich schnell sein in diesem Spiel, weil ich habe das Gefühl, die sind irgendwie stärker als im Vorgänger und im Vorvorgänger. Aber egal, wir versuchen es gleich nochmal und ich merke gerade, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe, dass ich den Umgang mit Luigi erst wieder lernen muss. Puh, Alter. Okay, die können anscheinend, die machen jetzt einen gewaltigen Feuerball und können dann auch nur einmal feuern, explodieren dann. Das ist natürlich gut, dann weiß man nämlich immer, wann die Gefahr vorüber ist, sag ich mal. Ah, shit. Hier ist doch bestimmt irgendwas, ne? Übelst Glück gehabt gerade. Gebe ich zu. Oh, da hinten ist ein... Ach, guck mal, da ist ein Luigi. Als Wolke im Hintergrund, das ist ja voll cool. Scheiße. Naja, wenigstens hatten wir kein Starcoin bis zu dem Zeitpunkt verpasst. Verdammt, ich hätte vielleicht mal das Item mitnehmen sollen. Egal. Wir versuchen es ein weiteres Mal auf leeren Magen, sagen wir mal. Scheiße. Geil. Okay, jetzt nehme ich mir diesen Flugpilz. So. Auf jeden Fall steht er uns auch, ne? Wir sind, wir sehen jetzt total stylisch aus. Und ein weiteres Mal wagen wir uns an dieses wunderschöne Level. So, schön aufpassen, dass wir hier nicht jetzt blöd... Also sterben würden wir nicht, aber halt durch irgendeine Dummheit, sagen wir mal, unser Item hier wieder verlieren. Scheiße. Okay. Bisher sieht aber alles gut aus. Egal. Kriegen ja gleich irgendein neues Item. Scheiße, es sei denn, man stellt sich so blöd an wie ich. Mist. Probieren wir es ein weiteres Mal. Ich muss mich echt dazu zwingen, nicht immer diesen blöden Items hinterher zu laufen. Also hier diesen, wow. Den roten Münzen, wenn halt so, wenn man so einen Ring einsammelt, dann kommen diese 8 Münzen und so. Ich muss mich echt mal dazu zwingen, wenn ich irgendeine nicht kriege, dann habe ich die halt nicht. Dann hole ich mir die vielleicht im nächsten Versuch. Oder gar nicht. Die Möglichkeit gibt es auch noch heutzutage. Ja, komm her. Und wir könnten sogar mal eine wagemutige Kombo versuchen, aber ehrlich gesagt habe ich dafür... Vielleicht hätte ich das gemacht, wenn ich das Level jetzt nicht schon zum 5000. Mal spielen würde und gleich zum 5001. Mal. Mann. Flammenhunde über Riesenrädern. Ich weiß gar nicht, was das Level so schwer macht. Ich glaube, ich muss mir mal Mario Maker holen. Vielleicht nehme ich das dann auch auf und... Oh, shit. Ich muss mir mal Mario Maker holen, vielleicht aufnehmen und dann auf jeden Fall mal ein Level bauen. Am besten eins für JP.
Ja, der stellt sich bestimmt. Machen wir ein schön einfaches Level für JP. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein schweres Level erstellen können. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, wie ich. Durch welchen Zusammenhang ich da drauf gekommen bin. Oh, shit. Naja. Also wie gesagt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, was dieses Level so schwer macht. Alles klar, wir haben nur 7 von 8 Münzen. Das kann mir jetzt aber auch mal am Arsch vorbeigehen. Nein, 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 nein. Fuck. Mann. Scheiße. Ach Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ach, scheiße, ey. Nur wegen so einem Mist muss ich das jetzt nochmal spielen. Let's go. Okay, wir machen es nochmal. Und dieses Mal einfach durchspeeden hier. Richtig schön mit, was weiß ich, 120 km/h oder so. Ne, 140 braucht man ja, um die. Waren es 140? Ja, müsste so sein. Waren es doch, um mit dem DeLorean in die Zukunft oder die Vergangenheit zu verschwinden. Ja, 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 ja. Schön. Jetzt ist es auch egal, ob wir hier genau den Typen erwischen. Scheiße, okay, es ist doch nicht so egal, wie ich es gerne gehabt hätte. Nein, Mann! Ich muss den Scheiß jetzt auch nicht ernsthaft nochmal spielen. Oh Mann, nur wegen so einer Scheiße, Alter. Ich bin gerade echt ziemlich aggro. Ja, genau, jetzt geht's natürlich los. Jetzt brauche ich 15 Minuten für ein Scheiß-Level. Mann. Jeder hat mal einen schlechten Tag, aber das ist doch echt die Höhe. So, ich bin mal kurz ein bisschen ruhiger. Dann kann ich mich hier besser konzentrieren. So. Okay, schön ruhig das Ganze angehen lassen. Ich versuche noch das hier nochmal. So. Jawohl. Und wir kriegen die Eiche. Perfekt. Na endlich. So, dritter Starcoin ist gesichert. Das Level beendet. Und wir müssen mal gucken, wie wir jetzt da oben zum sechsten Level kommen. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, Tatsache, es funktioniert sogar so. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So. Ja, nein. Mistding. So, und den hier nehmen wir auch noch mit. Ein Mini-Pilz. Hatten wir ihn überhaupt schon mal in Luigi? Also bei New Super Luigi? Ich glaube einmal, aber nicht sehr lange. Bumerangwolken und Springbrüder? Fragezeichen. Heißt das vierte Level, glaube ich sogar, der... Oh, geil. Der Zuckerwattenwolkenzone. Ich habe das Gefühl, hier geht es runter. Nein, mein Yoshi. Ich hasse meinen Yoshi. Ich... Ah, Mist, Alter. Ja, geil. Den ersten Starcoin kann ich schon vergessen. Mann. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Let's do it again. Do it again, do it again.
Okay, und dieses Mal gehen wir da ein bisschen sorgsamer ran. So, jetzt. Mist. Nein! Oh. Okay, ja, scheiß drauf, wir haben mal wieder unseren Yoshi geopfert. Was anderes kriege ich aber mit dem Viech auch irgendwie nicht hin. Nicht hin. Wow. Okay, hier. Haben wir die ersten beiden. So, hier die nächsten vier. Und die letzten kann ich mir abschminken. Oh, nee, doch nicht, Alter. Unglaublich, dass das geklappt hat. So, da haben wir den nächsten Yoshi. Und jetzt müssen wir ja doch nochmal zurück in diese Richtung hier. Kann ich den aufessen? Nein, schade. Ich wette, da gibt es irgendwas Cooles hinter. Aber egal, das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten. Ja, ich musste schon wieder meinen Yoshi abfahren. Das liegt aber daran, dass ich vergessen hatte, dass ich auch mit ihm hochfliegen hätte können. Nee, mit ihm hätte hochfliegen können, so. Oh, nichts, geil. Endlich mal wieder ein Leben. Wir haben es ja jetzt tatsächlich nötig und da ist die Zeit abgelaufen. Ja, Mist, auf die Zeit hatte ich in dem Moment echt gar nicht geachtet. Aber was soll es? Dann starten wir es selber nochmal. Wir wissen ja, wo die ersten beiden Star Coins sind. Das bedeutet, wir müssen dann nur nach dem dritten ordentlich Ausschau halten. So. Ja, egal, lassen wir die 8 Münzen jetzt auch mal außen vor. Sehr gut. Okay. Ich glaube, man kommt nicht so leicht drum herum, dass man Yoshi da opfern muss. Ich bin bestimmt auch nicht der Einzige, der ihn da geopfert hat. Was ich nämlich eigentlich ursprünglich machen wollte, wäre ihn abwerfen. Da unten ist irgendwas, Mann. Und da kommt man natürlich wieder nur mit Yoshi hin. Ihn abwerfen. Verfickte Scheiße. Nein, falsch. Mich von ihm runter zu schwingen. Und also ihn kurz abstellen. Genau, nicht abwerfen, abstellen. Darunter zu sliden. Und Starcoin zu holen und danach wieder auf Yoshi. Egal, ich zeige euch das gleich. Vorausgesetzt, ich habe meinen Yoshi bis dahin noch. So, jetzt gib mal ein bisschen Gas hier. Ach Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, die Folge nenne ich Frustration mit oder Frustration über den Wolken. Ja, ich glaube, das ist, ja genau, die nenne ich so auf jeden Fall. Frustration über den Wolken. Das wird ja mal echt geil. Ach genau, er kann... Ah ja, Yoshi kann ja da so overjumpen. No! Ach Mist, egal. So, was ich eigentlich hätte machen wollen, sollen, können, wäre das hier. Das ist um einiges Yoshi-sparender. So, da unten gibt es noch ein Secret. Ach komm, da gehe ich jetzt mal nicht hin. Ah, nee, komm. Nein, na, dankeschön. So, wir haben uns jetzt einfach mal noch das 92. Leben gesnackt und beenden an dieser Stelle die Folge. Denn das sind fast 15 Minuten. Und deswegen sage ich, wenn es euch gefallen hat, haut raus, bis zum nächsten Mal und ciao!